Mein Sohn hat sich heute Kartoffelklöße gewünscht und am besten zu Kartoffelklößen schmeckt eine Bratensoße. Da es aber gestern schon Fleisch gab, gibt es heute eine Bratensoße ohne Braten. Dafür habe ich hier schon mal mein Gemüse und zwar Sellerie. Die Abschnitte von dem Sellerie nicht wegwerfen, sondern damit koche ich mir gleich einen Fond mit diesen frischen Zutaten eben, mit den Schalen von meinem Gemüse. Und mit dem Fond werde ich dann nachher mein Gemüse aufgießen. Dafür kommen die ganzen Schalen auf ein Sieb und da werde ich sie nochmal gründlich durchwaschen. Bei der Zwiebel kann man die Schale übrigens auch sehr gut mitverwenden. Nur darauf achten, dass die keine schwarzen Flecken hat. Manchmal sieht das nicht so toll aus, dann die Schale lieber weg. Aber wenn die so schön aussieht wie bei mir, dann kann man die gut mitverwenden. Dann habe ich noch Lauch. Den einfach einmal der Länge nach einschneiden. So. Und so kann man den hier innen drin auch gut waschen. Das mache ich direkt. Das ist jetzt noch ein relativ junger Lauch. Das heißt, da muss ich gar nicht so viel wegschneiden. So, aber ich brauche ja was noch in meinem Fond. Dann habe ich noch Möhren. Die Schale kommt auch mit rein. Und jetzt, wie gesagt, das Gemüse einmal gut durchwaschen. Beim Sellerie darauf achten, bei der Wurzel, die oftmals sehr erdig ist, ein bisschen auseinanderbrechen und dann kann man zwischendrin auch sehr, sehr gut sauber machen. So, das kommt alles in meinen Topf. Und dazu kommen jetzt noch meine Gewürze. Da mein Fond nicht so lange kocht, kommen meine Gewürze noch in den Mörser. Und zwar habe ich zum einen einen Teelöffel Wacholderbeeren, einen Teelöffel Pfefferkörner, die zwei Lorbeerblätter schmeiße ich so mit rein. Dann habe ich noch 5 Körner Piment und 2 Nelken. Und das Ganze zerstoße ich mir jetzt, dass das eben in der kurzen Zeit, in der der Fond kocht, der braucht vielleicht 10, 15 Minuten, bis der soweit ist, weil das Gemüse ist ja schon klein geschnitten, das heißt, das laugt ziemlich schnell aus. Und damit die Gewürze auch die Möglichkeit haben, ihren Geschmack abzugeben, werde ich die jetzt halt so ein bisschen zerstoßen. Dann kommen die Gewürze hier mit rein. Und das Ganze jetzt einfach mit Wasser auffüllen. Zum Auffüllen von den Schalen unbedingt kaltes Wasser nehmen, denn das kalte Wasser kommt frisch aus der Leitung, während das warme Wasser noch im Boiler war. Und deswegen lieber kaltes Wasser, dann habt ihr auch frisches Wasser. Dann hätte ich fast meinen Thymian vergessen, der kommt auch noch mit dazu. So, jetzt fehlt nur noch das Gemüse. So, das schneide ich mir einfach in Würfel. Den Sellerie und die Möhren schneide ich mir zuerst, denn die wandern gleich auch zuerst in den Topf. Den heize ich mir auch gleich vor. In den heißen Topf kommt dann etwas Butterschmalz. Alternativ dazu könnt ihr natürlich auch ein Pflanzenöl nehmen. Und darin brate ich mir jetzt mein Gemüse, also den Sellerie und die Möhren, richtig schön an. Damit meine Soße auch eine richtig schöne, kräftige Farbe bekommt. In der Zwischenzeit schneide ich schon mal die Zwiebel. Und zwar nicht in allzu kleine Würfel. So. Denn die brate ich auch gleich noch mit an. So. Den Strunk von den Zwiebeln schmeiße ich noch mit in meinen Fond. Was da jetzt auch noch sehr gut mit reinpassen würde, wäre Pastinake oder Petersilienwurzel. Leider gab es bei mir beides nicht im Laden zu kaufen. Mein Fond fängt langsam an zu kochen. Da drehe ich die Hitze jetzt auf kleine Stufe runter, dass der nur noch ganz leicht vor sich hinköchelt. So ganz langsam nimmt der Sellerie und die Möhren eine schöne Farbe an, aber ich brauche noch mehr. Ich muss die richtig schön dunkel anrösten. Also anrösten, wie der Name schon sagt. Denn würde ich das nicht machen, hätte ich nachher einen Gemüseeintopf. Durch dieses Anrösten verliert das Gemüse so ein bisschen was von seinem Gemüsecharakter und geht mehr in die Fleischrichtung. Durch dieses Gebratene kriegt das Ganze einen richtig schönen Umami-Geschmack, also diesen vollmundigen Geschmack. Und genau das möchte ich in meiner Soße haben.
Dann kommen noch gleich meine Zwiebeln dazu, denn die möchte ich auch noch mit anrösten. Von dem Lauch schneide ich mir die Hälfte, das reicht. Und für alle, die mein Video gesehen haben, in dem es um das Thema mit weniger Salz kochen geht, da ist das optimal für. Denn ich habe hier das Gemüse, ich habe die Kräuter und all das zusammen sorgt dafür, dass ich jetzt nachher beim Würzen deutlich weniger Salz brauche, weil das Ganze eben schon so viel Eigengeschmack mitbringt, dass ich da eben mit deutlich weniger Salz auskomme. Nachdem das Gemüse jetzt schon eine schöne Farbe hat, kommt noch Tomatenmark mit dazu. Und das röste ich dann mit an. Durch das Tomatenmark haben sich jetzt hier unten am Boden schöne Röstaromen gebildet. Und damit die sich lösen und ich es weiter anbraten kann, lösche ich es mit einem Schuss Rotwein ab. Dann kommt auch gleich der Lauch mit dazu. Und schön weiter braten lassen. Sobald der erste Schuss Rotwein verdampft ist und sich wieder Röstaromen am Boden bilden, kommt nochmal ein Schluck Rotwein dazu. Und mit dem mache ich jetzt genau das Gleiche. Durch das Ablöschen lösen sich die Röstaromen und ich kann es jetzt eben nochmal richtig schön anbraten. Und sobald das Gemüse so richtig schön kräftig angebraten ist, ich hoffe, man kann es gut erkennen, kann ich es mit meinem Fond aufgießen. So, dann reduziere ich die Hitze und lasse es noch so etwa 10-15 Minuten weich garen. Und während die Soße so langsam vor sich hin köchelt, habe ich mir hinten schon mal das Wasser für die Knödel aufgestellt. Aus der Knödelmasse habe ich die Knödel abgedreht und falls ihr ein Video sucht, wie man die Knödel selber machen kann, habe ich hier oben ein Rezeptvideo und könnt euch das mal angucken. Ich muss allerdings gestehen, die Knödelmasse habe ich gekauft. In meiner Soße ist jetzt noch kein Salz drin. Dafür verwende ich Sojasauce, die bringt ja auch schon Salz mit. So, und Geschmack. Und dann muss ich sie nur noch abbinden. Dafür verwende ich ganz einfach Speisestärke. Die rühre ich mit ein bisschen kaltem Wasser an. Und die kommt jetzt in meine heiße Soße. Dann die Soße nochmal abschmecken. Herrlich. Man merkt gar nicht, dass sie wirklich nur aus Gemüse besteht, sondern durch dieses Anbraten und Anrösten könnte man auch meinen, da ist Fleisch mit drin. Und damit ist meine Soße auch schon fertig. Und ich muss sagen, ich lasse das Gemüse drin, denn zum einen ist es geschält, es ist geputzt und es ist gleichmäßig geschnitten. Und zum anderen, es schmeckt auch unheimlich lecker. So. Da kommt jetzt noch ein Knödel mit drauf. Perfekt. Wenn man es genau nimmt, könnte man es auch als Gemüsegulasch bezeichnen, denn das Gemüse hier drin, das ist geputzt, das ist geschnitten in gleichmäßige Würfel. Von daher, warum soll ich es wegnehmen oder durchmixen? So habe ich halt noch eine schöne Struktur in dem Essen. Und das Schönste daran ist, man merkt gar nicht, dass da gar kein Fleisch drin ist, denn die Kraft durch das Anrösten gibt dem Ganzen auch schon angenehmen Fleischgeschmack. So, damit sind wir am Ende des Videos. Bei uns gibt es jetzt Essen. Euch danke ich herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Viel Spaß beim Kochen!